Hallo, ist hier jemand? Kann mich irgendwer mal reinlassen? Ja, verdammte Axt. Lass mich endlich rein. Hallo, Kackbratzen. Japan, das Land der aufgehenden Sonne, rohen Fisch, Analplug, Einhorn-Cosplay und natürlich die besten Videospiele aller Zeiten. Was diese ganz spezielle Art von Cosplay betrifft, habe ich komplett keine Ahnung, obwohl ich ja auch nur durch zwei Finger im Arsch zum Leben erweckt werde. Aber gerade was Videospiele betrifft, haben wir hier schon einige Fieberträume gesehen. Heute habe ich eine weitere feine Perle für euch ausgegraben. Dieses mundgeklöppelte Stück Software ist aber nicht nur wegen seiner absurd schlechten grafischen Präsentation oder wegen seines komplett miesen Gameplay ein Albtraum, sondern auch wegen seiner Story. Sie hinterlässt tiefere Wunden als ein feiner Schnitt mit einem Blatt Papier oder diese ganz spezielle Stelle in Futurama. Es ist ein tief philosophischer Trip in die Psyche, verbunden mit der Suche nach Freiheit und der Ausbruch aus Konventionen, die unser Leben einschränken. Allerdings könnte ich mich auch irren und dieses Spiel ist nur eine Ausgeburt eines schlechten Drogentrips. Aber entscheidet selbst und hinterlasst am Ende eure Gedanken in den Kommentaren, sofern ihr dieses Video halbwegs lebendig und ohne schwerwiegenden Folgen überlebt habt. Also stellt eure Lehnen senkrecht und schnallt euch an, denn es erwartet euch eine höllische Achterbahnfahrt der Gefühle. Wir sprechen heute über Hakayu, besser bekannt als King of Crusher aus dem Hause Dentsu Inc., das 1998 exklusiv für die PS1 in Japan auf den Markt kam. Man schlüpft in die Rolle eines namenlosen Büroangestellten, der täglich einen absolut langweiligen Büroalltag überleben muss, um sich und seine Frau, die gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, über Wasser zu halten. Wieder mal sitzt man beim Frühstück und langweilt sich zu Tode noch bevor man ins Büro fährt und gerade als man sich wieder mal wünschte, dass endlich mal was Außergewöhnliches passiert, flattert ein außerirdischer Käfer zum Fenster rein und beißt den gelangweilten Typen. Noch bevor er überhaupt kapiert, was gerade passiert ist, steigt in ihm eine unglaubliche Wut auf. Eine so unfassbar große Wut, die wohl jahrelang in ihm schlummerte, dass sie ihn sofort mit Haut und Haaren verschlingt. Unser Anti-Held wird mit einem Drang erfüllt, alles in Sichtweite zu zerstören. Es scheint so, als hätte der Käferbiss ihm übermenschliche Kräfte verliehen. Denn je mehr man zerstört, desto kräftiger wird seine Zerstörungskraft. Aber das ist noch nicht alles. Mit der immer stärker werdenden Wut und Kraft verändert sich auch der Körper des langweiligen Bürohengst. Er mutiert zuerst in eine Art Werwolf, bis er schließlich groß wie ein Haus wird und am Ende die Form eines Monsters annimmt, auf die selbst Godzilla blass vor Neid wäre. Mit seiner unersättlichen Wut zieht er nun aus, um nun die ganze Welt zu zerstören. Seine Reise bringt ihn von Tokio bis nach New York, wo er dann seinen Endgegner findet. Und nein, für unsere arme Seele gibt es jetzt kein Zurück mehr. Er befindet sich nun auf einem Kreuzzug. Eine torhafte Suche nach selbstsüchtiger Freiheit. Diese Prämisse wird von Anfang an von ziemlich unheimlichen Zwischensequenzen begleitet. Unser Anti-Held ist ein zutiefst verunsicherter Mensch, der nur wegen einer dummen Idee, die ihm ein Floh oder in diesem Fall ein Käfer ins Ohr gesetzt hat, zu einem ungezügelten Monster wird. Das Spiel beginnt zunächst in der eigenen Wohnung und man wird dazu angehalten, die komplette Inneneinrichtung zu zerstören, bis die Frau das neugeborene Kind packt und panisch aus dem Haus flüchtet. Eins vorweg: Im ganzen Spiel wird man direkt keine Menschen angreifen oder gar töten können. Somit bleibt auch die Frau zum Glück vor häuslicher Gewalt geschützt. Was aber doch ein wenig für Dissonanz sorgt, ist, dass man Fahrzeuge zerstören kann, in denen sich vermutlich Menschen befinden und in einem anderen Level gibt es sogar eine Brücke, die man zu Staub schlägt, wodurch ein Zug in den Fluss stürzt und vermutlich alle an Bord getötet oder verletzt werden. Aber zu diesem Zeitpunkt ist man ohnehin schon eine Art Dinosaurier und ist einem vermutlich ohnehin schon alles egal. Wer seine Glubscher nicht nur auf die feine Grafik auf der Mitte des Bildschirms richtet, wird auch zwei Balken erkennen. Der rote Balken zeigt den Grad der Zerstörung an. Um ein Level erfolgreich abzuschließen, muss er bis zum Rand gefüllt werden. Der gelbe Balken zeigt eure Lebensenergie an, die unaufhörlich gegen Null geht. Man kann den Verfall der Gesundheit nur durch weitere Zerstörung stoppen und gewinnt durch die Vernichtung von Feinden wie Panzer und Hubschrauber auch wieder ein Stück zurück. Die Gameplay-Schleife dreht sich also um die komplette Zerstörung von so vielen Objekten wie möglich. Alle paar Level wird sich unser Anti-Held in ein noch größeres und stärkeres Monster verwandeln, immer auf der Suche nach Freiheit. Doch wird unser Bürohengst wirklich seine Freiheit finden?
Jedes Mal, wenn man ein Level beendet, wird man mit einer Nachricht begrüßt, die einem mitteilt, dass man nun endlich frei ist. Aber ist das so? Man befreit zwar gewissermaßen ein jedes Level von dessen verfügbaren Objekten und zerstört vermutlich auch sehr viele Leben, aber so wirklich frei ist man nicht. Und das wird uns auch immer und immer wieder der kleine Arschlochkäfer klarmachen. Jedes Mal flüstert er uns ins Ohr, dass wir nur die absolute Freiheit erreichen können, wenn wir noch mehr zerstören. Mehr Terror, noch mehr Gewalt, aber am Ende wartet die Freiheit auf uns. Davon angespornt vernichtet unser Anti-Held immer mehr und anstatt sich von seinem langweiligen Alltag zu befreien, begibt er sich in ein anderes mentales Gefängnis, da er sich zum Sklaven von Wut und Selbstsüchtigkeit und eines kleinen Käfers macht. Es ist ein unendlicher Teufelskreis. Das Gameplay ist so einfach gestrickt, dass selbst eine Katze noch das Spiel erfolgreich beenden könnte. Grundsätzlich benötigt man nur 3 Knöpfe. Mit Quadrat teilt man mit seinen Fäusten aus, mit X tritt man zu und mit Dreieck verteilt man heftige Kopfstöße. Sehr viel Schmerzen bereitet jedoch das Laufen. Unser Held hat einen Wendekreis, der größer ist als der eines 18-Tonners und in etwa so geschmeidig lässt er sich auch steuern. Es dauert unglaublich lange, bis man begriffen hat, wie man sich im Level zurechtfindet und auch reibungslos alles zerstören kann. Und die absolut miese Kamera ist dabei wirklich keine große Hilfe. Sie zeigt immer in die gleiche Richtung, was es manchmal absolut unmöglich macht zu erkennen, wohin man laufen und was man noch zerstören muss. Die Kollisionserkennung ist oft fragwürdig, was den Amoklauf ebenfalls zu einer Qual macht. Zudem wird man später pausenlos von Panzern oder Hubschraubern beschossen und in Verbindung mit der absolut beschissenen Steuerung wird die blinde Zerstörung zu einer absoluten Qual. Ich gehe aber mal davon aus, dass das Absicht war. Vielleicht ist es eine Art Metapher für die blinde Wut und die Unfähigkeit, einen klaren Gedanken zu fassen und den totalen Kontrollverlust. Was die Grafik betrifft, muss ich wahrscheinlich nicht allzu viele Worte verlieren. Das Ergebnis bekommt ihr ja selbst gerade auf die Netzhaut gekotzt, wobei man sagen muss, dass die technische Umsetzung eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, gerade was die Vielfalt an zerstörbaren Objekten angeht. Das Einzige, was eben das Spiel doch grützig macht, ist die teils merkwürdige Farbpalette und der begrenzte Kamerawinkel. Das Sounddesign verwendet eine Handvoll spärlicher Geräusche, die wenig Einfluss auf das optische Ausmaß der Zerstörung haben. Im Hintergrund dudelt ein absolut nerviger Soundtrack, der sich so zäh wie Kaugummi in euren Gehirnwindungen festsetzt und dazu wird man den Anweisungen des Käfers lauschen dürfen. Es ist die reinste Folter. Insgesamt ist dies kein Spiel, bei dem das Zerstören von Gebäuden Spaß macht. Das Gameplay bedeutet puren Frust und Schmerzen. Aber genau darum geht es. Mit zunehmender Zerstörungswut wird immer deutlicher, dass das egoistische Streben nach der eigenen Freiheit auf Kosten der Freiheit anderer geht. Während man durch die Straßen von Tokio und New York tobt, tötet man vermutlich Tausende, wenn nicht Millionen Menschen, wenn auch auf den ersten Blick nicht offensichtlich. Man ignoriert die Freiheit seiner Mitmenschen, deren Wünsche, deren Begierden. Alles wird zerstört, was nicht ins eigene Weltbild passt, nur weil man in Wahrheit ein egoistisches Arschloch ist und nicht etwa der feine Herr, der nach altruistischer Freiheit sucht. Diese egoistische Suche nach Freiheit ist eine reine Illusion, kombiniert mit der rigorosen narzisstischen Einstellung, das Leben der anderen zu zerstören, weil es einem im Grunde auch scheißegal ist. Es gibt hier auf YouTube eine Handvoll Videos zu dem Spiel, aber fast zu 100% macht man sich über die miese Steuerung und die absurde Grafik lustig. Aber vermutlich niemand hat wirklich hinter die Kulissen geschaut, um mal darüber nachzudenken, was man sich eigentlich bei der Entwicklung gedacht hat. Aber es ist eben viel einfacher, sich über die offensichtlichen Dinge lustig zu machen. Die Story spitzt sich im Finale noch zu, indem man gegen die Freiheitsstatue kämpfen muss. Allein dieses Symbol sollte einem zu denken geben. Und bevor man gegen das Symbol der Freiheit kämpft, wird sie einem die Frage stellen, ob man wirklich mit der sinnlosen Zerstörung fortfahren möchte. Sie macht einem klar, dass dies nicht der Weg zur Freiheit sein kann. Der Höhepunkt ist aber die endgültige Entscheidung des Anti-Helden. Nachdem man sinnlos alles vernichtet hat, sieht man in den Trümmern und in der Asche der zerstörten Stadt sein eigenes weinendes Baby. An diesem Punkt steht man vor einer alles entscheidenden Wahl. Zerstört man die Freiheitsstatue, wird man sich wieder in den normalen Bürohengst verwandeln. Allerdings stellt man fest, dass in sein eigenes Kind ein Dämon gefahren ist. Die Sünden des Vaters wurden so an seinen Sohn weitergegeben und der Kreislauf beginnt mit ihm von vorne. Man kann sich aber auch geschlagen geben. Wählt man dieses Ende, wird man wieder zurück an den Anfang des Spiels gebracht. Man sitzt abermals beim Frühstück, der Käfer fliegt zum Fenster rein, aber dieses Mal wird er durch unseren Held zu Brei geschlagen. Es ist
zwar das gute Ende, aber trotzdem bleibt unser Held in seiner langweiligen Welt für immer gefangen. Die Frage ist, ob man wirklich jemals die wahre Freiheit erlangen wird. Völlig unabhängig von den Einschränkungen der Realität, wird man aber trotzdem erkennen, dass man in irgendeiner Form immer eine gewisse Freiheit hat. Man hat die Freiheit, eben ein freundlicher und besserer Mensch zu sein. Egoismus ist der größte Feind der Freiheit. Es ist eine Illusion, da man sich selbst vielleicht freier fühlt, aber gleichzeitig die Freiheit der anderen massiv einschränkt. Es kostet zwar mehr Kraft, mit Freundlichkeit auf seine Mitmenschen zuzugehen, aber zumindest lebt man mit der Hoffnung, eine bessere Welt zu schaffen. Wenn auch nur für sich selbst. Und das ist im Prinzip des Pudels Kern. King of Crusher ist bei weitem nicht das einzige Spiel, das versucht, dieses brisante Thema zu behandeln. Es ist nur seine Art und Weise, wie man an die Diskussion herangeht, alles im Sinne der künstlerischen Freiheit. Wenn ihr dieses Spiel selbst mal ausprobieren wollt, gibt es in Romhausen-Versionen mit Untertiteln, was das Begreifen der Story vielleicht etwas einfacher macht. Vielleicht habe ich das Spiel auch nur überanalysiert und es ist wirklich nur ein absurd schräges Spiel ohne Inhalt. Aber das Schlusswort überlasse ich euch und euren Gedanken. Schreibt sie in die Kommentare. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.